Auch du musstest leider sterben, weil es eine Mission ist. Ich habe Karten gefunden, die zeigen, dass hinter der verschlossenen Tür im ersten Stock ein großer Raum ist. Was da drin ist? Weiß ich nicht. Wie man ihn öffnet? Keine Ahnung. Wem ich davon erzähle? Nur euch. Jetzt habe ich Pause. Na dann. Wenn er uns nur uns das Ganze erzählt, ist das ja vollkommen seriös. Gut. Was willst du noch erzählen? Wenn euch ein Astromech begegnet, der mit euch reden will, redet besser mit ihm. Die können echt lästig werden, wenn man sie ignoriert. Oh ja. Gut, ich glaube, mehr ist hier nicht. Dann gehen wir mal in den ersten Stock. Oh je, bei der ersten Aufgabe am ersten Tag und schon versage ich. Ich soll jemand die Nachricht überbringen, aber ich kann den Empfänger nirgends ringen. Reicht zusammen, G8R3. Du schaffst das vielleicht. Vielleicht musst du mir lieber zeigen, wie es geht. Wie diese fremde Person da. Ja, just trust another one. Ich übergebe euch hiermit das Datenprotokoll und die Nachricht. Ich verpiepse mich dann. Das ist Wunderbanders bester Freund. Ja, komm. Und so heißt er. Das ist die Person, für die Nachricht bestimmt ist. Finden Sie, übergibt sie die Botschaft. Ich werde zuschauen, mir die Notizen machen. Und nicht etwa ein Nickerchen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Okay. Dann werde ich hier drüben rübergehen. Ist hier im ersten Stock irgendwie auch nichts. Oder ist das das Zwischengeschoss? Kann das sein? Ah, da drüben ist noch irgendwer. Tut mir leid, bei mir bist du falsch. Hat dir der Druide, für den du diese Nachricht überbringen sollst, sonst keinen Hinweis gegeben? Doch, doch, aber du sahst ansprechbar aus. Wir haben feine Schiffe im Hangar, aber im Moment sind nicht alle einsatzbereit. Habt ihr sie euch schon angesehen? Nö. Dann gehen wir halt wieder in die Ebene höher. Ihr geht zur Besprechung? Ihr wisst ja, wo sie ist, oder? Der Besprechungsraum mit der großen Leinwand? Ich glaube, die Tür ist versperrt, also beeilt euch. Die Besprechung geht gleich los. Ja, genau, die Besprechung. Wohin sonst? Seid ihr neu hier? Ihr seid spät dran. Kommt her, damit wir anfangen können. Die richtig tollen Belohnungen sind aus. Aber ihr könnt es gerne wieder versuchen. Okay. Naja, machen wir es halt nochmal. Irgendwas müssen wir abschießen. Ich weiß nur noch nicht was. Ah. Sucht Ruinen. Jetzt wäre Fennec Shan ganz gut, weil die drei Schüsse hintereinander abfeuert. Auf der anderen Seite Dauerfeuer vor dem Wind. Da. Fantastisch.
Oder mal 500 Bonus. Wenn ich mal Suchdruiden kommen, wissen wir, wen wir rufen müssen. Also verlasst bitte nie mehr diese Basis. Beschützt uns für immer. Alles klar? Supi, danke. Genau, das war der Plan. Du bist mächtig auf dem Holzweg. Diese Nachricht ist bestimmt nicht für mich. Das habe ich mir schon gedacht, aber ich konnte mit dir reden. Ich dachte, ich sah imperiale Schiffe auf diesen Planeten zufliegen. Das könnte katastrophal sein, wenn es stimmt. Wollt ihr da mal bei Rot 1 nachfragen? Natürlich nur, wenn ihr Zeit habt. Ihr wirkt ziemlich... ziemlich beschäftigt. Entschuldigung. Ich habe dir den Satz... unhöflich, weil ich bin so beschäftigt. Ich bin froh über dieses Versteck. Yavin 4 ist echt schön. Stellt euch vor, wir wären in einer Eiswüste stationiert. Ja, das wäre in der Tat kühl. War er nicht irgendwo? Ach, hier war der komplett Hochkletterer. Alarm, Alarm, eine Gruppe Kopfgeldjäger schleift durch die Wälder. Sie sind kurz davor, unsere Basis zu entdecken. Wenn sie uns finden, werden sie uns als das Imperium verraten. Was steht hier noch herum? Los, tut doch etwas. Ja, die nehmen wir an. Wir sind gerettet. Schnell, ich habe ihre letzte bekannte Position auf der Karte eingezeichnet. Sie plündern gerade die umliegenden Ruinen. Schlag zu, solange sie abgedeckt sind. Jäger des großen Tempels. Und hallo, Kekspirat. Na? Aber den verfolgen wir jetzt mal nicht. Ich habe gestern gesehen, du hast eine Runde Stadio gespielt. Ich hoffe, es war schön. Ich weiß, dass jeder die Vernichtung des Todessterns durch uns feiert. Aber unsere Mission ist noch nicht vorbei. Das Imperium hat noch immer die Pläne, mit denen sie einen neuen bauen können. Mit diesen Plänen werden sie einfach weiter Todesstern um Todesstern bauen. Glücklicherweise haben unsere Informanten herausgefunden, wo die Pläne aufbewahrt werden. Jetzt brauchen wir nur noch einen flotten Helden, der sie für uns stiehlt. Die Pläne liegen im Büro von Groß Moff Tarkin im Senatsbezirk von Coruscant. Achte auf imperiale Aktivitäten rund um das Senatsgebäude. Die sollten dir den Weg weisen. Operation Kleiner Stern. Nein, ich möchte jetzt nicht markieren. Aber nachdem wir Director Frenix sind, können wir auch einfach den Todesstern neu bauen. Und... Kekspirat hatte sehr viel Spaß, ist aber auch ein tolles Spiel. Stardew Valley ist definitiv ein tolles Spiel. Die einzige Möglichkeit, da keinen Spaß zu haben, ist, keinen Spaß zu empfinden. Oder so. Willkommen im großen Tempel. Ich muss jetzt gleich eh nochmal hier runter, von daher machen wir das fix. Also Stardew ist definitiv ein sehr, sehr schönes Spiel. Ah, ich bin hier irgendwo in der Gegend, wo meine Zielperson sein sollte. Du machst die Arbeit für einen Droiden? Sollte das nicht genau andersherum sein? Pass auf mit diesen Dingern, die haben keinen Skrupel, gutmütige Leute wie dich schamlos auszunutzen. Ja dann. Aber ich weiß, für wen das ist. Sieh am besten in einer der Lichtungen rund um die Basis nach. Yay, in einer der Lichtungen rund um die Basis. Roger, Roger. Roger, Roger. Du kommst mit uns mit. Ah. Jetzt habe ich die Kopfgeldjäger gefunden. Ich hoffe, die sollte ich nicht töten. Sollte ich auch töten oder so. 3 von 9. Ah! Sei doch still! Was willst du denn? Ich versuche, mich mit den Tieren anzufreunden. Wenn ich deine Nachricht lese, verschwindest du dann? Hör auf, die Wollamander zu füttern. Sie folgen der Spur der Obstschalen zurück in die Basis, plündern unsere Vorräte, springen auf unsere Betten und machen nur Unfug. Na sowas.
Ich dachte, die mächtigen Volamander könnten nützliche Verbündete für uns sein. Aber nicht, wenn sie sich so benehmen. Ich kündige ihnen die Freundschaft. So, aber mal weiter ums Essen kümmern. Viel Spaß noch. Ja, dann euch ein schönes Essen und falls du die Frage erlaubst, was gibt es denn zu essen? So, rein für die Hungrigen hier. So. Markieren wir jetzt mal eine andere Mission, nämlich, wenn wir schon dabei sind, Jäger des großen Tempels. Gefüllte Paprika, oh, das ist sehr, sehr gut. Welch ein Glück, dass ich eben einkaufen war und große Paprika gekauft habe. Und Füllung. Ich könnte also... Nein, tatsächlich habe ich die Paprika für Gemüsereis gekauft. Die Geldmacher. So. Problem solved. Nein, doch nicht. Okay. Ist hier noch jemand? Ach, 6x9. Ja, passt. Die letzten drei Kopfgeldjäger, dann haben wir den Part der Mission auch fertig. Ich bin wirklich gespannt, wie die Tentiv dann später fliegen wird. Ich glaube, die nimmt dann die große Schlacht von Yavin mit. Noch ein paar Seiten. Ja. Die gesuchten Suchenden. Was? Teleportieren wir uns mal zurück. Keine Kopfgeldjäger weit und breit mehr zu entdecken. Wir sind und bleiben die Versteckspieler der, die besten Versteckspieler der Galaxis. Ja, glaub das mal. Ich laufe trotzdem noch mal ganz kurz hier im Kreise, um zu gucken, ob ich hier noch irgendwas habe, was ich tun kann. Zum Beispiel mit dir könnte ich noch reden. Hier ist ja so viel Betrieb. Habe ich einen Alarm verschlafen? Hab ich was verpasst? Sollte ich auch was tun? Los, tu so, als würden wir über was Wichtiges reden. Ha, das war clever. Ja. Voll. Ach, das ist das Ding da drüben. Hier brauchen wir irgendwo eine Energiezelle. Da will ich jetzt nicht rein, da will ich jetzt auch noch nicht rein. Wenn der Druide mir bitte folgen würde, das wäre sehr toll. Okay, ich habe keine Ahnung, was dahinter ist, deswegen mache ich es noch nicht. Wir haben es auf jeden Fall schon mal offen. Die Tür ist auch offen.
Okay, so kriege ich das Ding nicht auf. Aber ich sehe, ich musste hier einmal ganz kurz den Charakter wechseln. Endlich, was denken Sie sich dabei, mich einzumachen? Bloß weil ich Tipps für den Museum nicht gegeben habe. Das ist reinste Zensur. An eurer Stelle würde ich mich mit den Ecken und der Mitte anfangen. Oh, und falls ihr es falsch gemacht habt, könnt ihr es mit einem Schalter zurücksetzen. Ah. Das ist also der Schalter. Also mit den Ecken und der Mitte. Ah. Nur noch irgendwie schaffen. Ja, weil ich das eine Ding, glaube ich, falsch gesetzt habe. Na komm, setzen wir es nochmal zurück. Das klappt so nicht. Irgendwie klappt das nicht so wie gewünscht. Verdammt. Nein! Da. Also nochmal. So, den Ecken und deren Mitte. Das hier ist der einfachste. Ach, der dreht sich gar nicht um, wenn ich da drauf renne. Ah, ja, klar. Der dreht sich. Der. Müsste eigentlich nur doch der. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir den einmal umlegen. Verdammt, hätten wir den jetzt hier umgedreht, dann hätte es geklappt. Fast. Ich müsste den hier direkt vor mir nochmal einmal umgelegt haben. Das kriegen wir hin. Ja, verdammt.